Bei so einer Umarmung wird selbst der deutsche Verteidigungsminister etwas rot. Dabei hatte das gute persönliche Verhältnis von Pistorius und seinem französischen Amtskollegen Le Cornu maßgeblich dazu beigetragen, dass es zu dieser Unterschrift kommt. In Paris haben die beiden heute die Absichtserklärung zum deutsch-französischen Panzer unterschrieben. Es geht um etwas völlig Neues. Miteinander vernetzte Gefechtsfahrzeuge, die teilweise auch unbemannt operieren können. Künstliche Intelligenz berücksichtigen wir ebenfalls. Wir berücksichtigen aber vor allem auch die Anforderungen, die schon gewissen und die erwarteten Anforderungen an moderne Konflikte, an mögliche Kriege der Zukunft. So könnte der Panzer einmal aussehen. Von 2040 an soll er im Einsatz sein und den deutschen Leopard 2 sowie den französischen Leclerc-Panzer ablösen. Lange stockte das Projekt, auch weil man sich nicht einigen konnte, wie die Aufgaben verteilt werden sollen. Hier sei man deutlich weitergekommen, so die Verteidigungsminister. Wir haben wirklich eine gleichwertige 50-50-Aufteilung geschaffen. Bei der Verteilung der Rollen und bei der Entwicklung des Programms. Es sind allerdings noch einige Fragen zu klären. Unklar ist zum Beispiel, aus welchem Land am Ende die Kanone kommen wird. Darüber hatte es besonders viel Streit gegeben. Bis zum Ende des Jahres soll der Vertrag ausgehandelt sein.